So, da sind wir in Kakariko. Ah, ist das nicht schön hier. So, dann gucken wir mal. Stadtwache. Es ist jetzt 6.37 Uhr. Die richtige Zeit, um dir etwas über das Dorf zu erzählen. Ich schätze mal, dass zu jeder verdammten Tageszeit die richtige Zeit ist, mir über das verdammte Dorf was zu erzählen. Zeldas Dienerin, die mächtige Impa, erbaute dieses Dorf für einfache Leute wie uns. Noch wohnen hier wenige, aber eines Tages wird es hier genauso lebhaft sein wie in Hyrule. Oh ja, das wird es. Steige die Stufen im Norden des Dorfes hinauf. Dort gelangst du zu dem Pass, der zum Todesberg führt. Aber du brauchst des Königs Erlaubnis, um diesen Weg zu nehmen. Um diesen Weg nehmen zu können. Ja, danke für die Informationen über dieses Dorf. Das war sehr hilfreich. So, jetzt sind hier überall in dieser Stadt Hühner. Beziehungsweise... Nein, ich möchte nicht... Ah! Ich bin der Chef der Zimmerleute! Impa hat uns angestellt, diesen Ort zu meiner eindrucksvollen Stadt zu verwandeln. Aber die jungen Kerle von heute haben keinen Ehrgeiz mehr. Weißt du, was ich mit meine Arbeiterin nur planlos im Dorf herum und machen bei ihrer Arbeit keinerlei Fortschritte. Sogar mein Sohn ist ein fauler Sack und hängt den ganzen Tag nur in der Gegend rum. Ich sage dir, die jungen Leute sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Ja, diese Information wollte ich jetzt unbedingt haben. Nein, ich will dagegen. Nein, ich will doch dagegen. Dann geht das, wie es aussieht, nur nachts. Ich dachte, da ist ein Skulltuller drin. Wie viele Skulltullas habe ich denn jetzt eigentlich schon? Sechs. Sechs Skulltullas. Das sind zu wenig, ich brauche mehr. Aber hier drin haben wir eine kleine Aufgabe zu machen. Und zwar dieses arme kleine Mädchen, ja. Meine Hühner sind davongerannt. Bitte fange noch sechs weitere. Ja, eins haben wir nämlich schon. Und wir müssen jetzt ihre Hühner einfangen und dann kriegen wir von ihr eine Belohnung. Und ihr wisst ja, Belohnungen sind voll geil und deswegen machen wir das. Weil wir belohnungsgeiler Link sind und so weiter. Jack, wir können hier mit einem Hühnchen rüberfliegen. Dann schmeißen wir das Hühnchen wieder zurück. Und dann muss man aufpassen, wenn man hier runterspringt, kann man in dieses Loch reinfallen und dann resettet sich die Welt hier und alle Hühner, die man schon gefangen hat, sind wieder draußen. Das ist nicht schön. Deswegen sollte man hier immer aufpassen, dass man nicht in dieses Loch reinspringt. So, dann werfen wir diese Hühner rüber. Und ihr seht, links oben ist ein weiteres Huhn. So. Ah, voll gegen die Mauer im Kopf. Ich bin Link, das macht mir gar nichts. So, dann müssen wir das Huhn da oben auch noch nehmen. Also wie gesagt, dieses Hühnerding ist ziemlich einfach. Wenn man weiß, dass man ein Huhn benutzen muss, um... Moment mal. Nee, da ist nix. So, komm her. So, dann können wir da rumfliegen. Und die ganzen Hühner retten. Was ich euch nicht empfehlen würde, wenn ihr eine 3-Herz-Challenge macht, ist Hühner angreifen. Denn die allerstärksten Gegner im ganzen Spiel, stärker wie jeder andere, stärker wie Ganon, stärker wie... 5 Ganondorfs gleichzeitig, die zusammen mit Volvagia, Morpha und Phantom Ganon und Bongo Bongo und ach, wie sie ganz und Marinade und dieser Kingodongo und Deku Spinnenzeug und also die Stärke wir alle zusammen sind Hühnchen. Hühnchen sind übermäßig stark. Und deswegen sollte man Hühnchen am besten nicht verletzen, weil sonst bringen die Hühnchen ganz schnell um. Und das meine ich wirklich so. Die werden dann nämlich aggro und dann kommen alle Hühner gleichzeitig auf dich geflogen und bringen dich um. Und ich möchte diese 3-Herz-Challenge nicht nur als 3-Herz-Challenge machen, ich möchte nämlich auch 0 Tode haben. Und dabei zählt, wenn ich jetzt zum Beispiel 0 Lebensenergie habe, aber eine Fee als Reserve habt, zählt das nicht als Tod, weil das dann im Death Counter nicht dazu zählt.
Das macht das Spiel übrigens zu einfach, weil theoretisch kannst du immer mit 4 Feen rumlaufen. Und wenn du da mal stirbst, dann tut jede dieser einzelnen Feen deine kompletten 20 Herzen regenerieren. Okay, die sind alle da drin. Ah, Moment mal. Da oben, glaube ich, war noch eins, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, wo die ganzen Herzen waren. Deswegen bin ich jetzt gerade am Überlegen. Nein, da war es kein, da war keins. Theoretisch hätte ich die Stadt eigentlich erstmal bei Nacht betreten können, weil hier kann man nachts, glaube ich, ein paar Skulltullas finden. So. Na, komm her. Nein, komm her, komm her, komm her. Ich habe dich gerade befreit aus der Kiste. Sei ein braves Hühnchen. Na, komm her, na, komm. Na, komm her, Hühnchen. Chicken Fight. So, das sollte jetzt das vorletzte Huhn sein. Eins, glaube ich, läuft noch frei rum. Und das müsste da oben irgendwo sein. Ja, Kakeriko, die Stadt ist wirklich tot. Noch ist sie tot. Oh, das, habt ihr das Fenster gesehen? Das fliegt immer vor dem Haus rum. Das ist ein tolles Fenster. So. Dann gehen wir da hoch und holen uns noch das letzte Hühnchen. Zumindest hoffe ich, dass es das letzte Hühnchen ist. Na komm her. Und Abflug. Schwuppdiwuppdiwupp. Man kann Hühnchen öfter spielen, übrigens öfters brauchen, wenn man mal irgendwelche weiten Abgründe überwinden muss. Dann sind Hühnchen dafür gar nicht mehr schlecht. So, ich hoffe, das war das letzte. Danke, dass du meine Hühner eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch und bekomme einen Ausschlag, wenn ich sie anfasse. Leute, dieses Spiel hat richtig Logik. Wir nehmen einfach mal eine, die allergisch ist gegen Hühner und lassen sie auf die Hühner aufpassen. Bingo, schon haben wir geniale Spielbrillanz. Dafür, dass du mir geholfen hast, gebe ich dir etwas sehr Wertvolles, wovon es nur 4 Sachen im Spiel gibt, und zwar eine leere Flasche. Wow, danke für eine leere Flasche. Blöde Kuh. So. Dann labern wir mal mit dem hier. Oh, oh, hast du Boris gesehen, der auf dem Friedhof lebt? Er ist jetzt 36, er schläft wahrscheinlich in seiner Hütte. Warum schlägst du nicht ein bisschen Zeit tot, bis es Abend wird? Aha. Könnte ich natürlich machen. Aber erstmal rede ich mit den ganzen Leuten hier. Ich will mit dir reden. Komm schon. Kommt man da irgendwie rüber? Ah, ich glaube schon. Nein! Oh, ich bin viel zu weit gesprungen. Oh, ich will wissen, was der Typ zu labern hat. Ah, hier ist ein Schild. Was steht denn da? Brunnen des Grauens. Düster, tief, unheimlich. Oh je, das hört sich gefährlich an. Mache ich lieber nichts. Die ganzen Handwerker sind aber echt faule Lappen. Schau dir mal an, die machen wirklich gar nichts. Oh, wir arbeiten den ganzen Tag lang auf verschiedenen Baustellen hier im Dorf. Es dauert wohl noch eine Weile, bis alles fertig ist. Unser Chef ist ein ziemlicher Sklaventreiber. Oder du bist ein ziemlicher Faulpelz, würde ich immer behaupten. So, dann... Ah, du Brunnen aus dem Weg. Dann möchte ich jetzt trotzdem mit dem Kerl da oben nochmal reden. Na komm schon. Na komm. Na komm. So. So, lass mir den erstmal vorbei. Und jetzt rüber. Oh, ich wäre schon fast wieder. Komm schon, komm schon. Der schubst mich jetzt wahrscheinlich eh gleich runter. Oh, gerade noch erwischt. Schau dir die Kleine da drüben an. Sie kümmert sich aufopferungsvoll um ihre Hühnchen. Und das, obwohl sie gegen ihre Federn allergisch ist. Was für ein Mädchen. Ich würde ihr gern helfen. Ich fühle mich zurzeit wie ein Wohltäter. Geht's dir nicht auch so? Und schwapp. Schon hat er mich runtergeschubst. Ja, danke, du Wohltäter. In das Haus hier schauen wir später rein.
gucken wir erstmal, was es da oben ist. Und dann müssen wir wahrscheinlich wirklich nochmal warten, bis es Nacht ist. Ah, komm schon. Oh, noch wieder so eine Wache, die wahrscheinlich irgendeinen Schmarrn zu erzählen hat. In diesem Haus lebt einst die mächtige Impa. Es ist nun für alle Dorfbewohner geöffnet. Du kannst auch hinein. Dieses Dorf gehörte einst den Schirka. Aber jetzt kannst du ja hier leben. Ja, alles klar. Oh, da ist sogar jemand. Hey, betrittst du fremde Häuser immer unaufgefordert? Haben dir deine Eltern keine Manieren beigebracht? Na egal. Hast du die Frau hinter dem Haus gesehen? Sie hat's zurzeit nicht leicht. Na egal. Sollte die Frau mal etwas über Hühner erzählen, hör ihr gut zu. Ja, ich habe erstens nicht unaufgefordert das Haus betreten, sondern ich habe gerade die Stadtwache mit der Stadtwache geredet und hier gesagt, ich kann jederzeit in das Haus hier reingehen. Okay, nur so zur Information. So, jetzt sind wir einmal rein und rausgelaufen. Oh, die ganzen Hühner sind alle wieder verstreut. Bitte hilf mir, die Hühner wieder einzusammeln. Nö. Kann nicht sein, dass du alle 10 Sekunden deine Hühner verlierst. Da bist du jetzt selber schuld, Mädel. So, dann fliegen wir nochmal hier rüber. Und gehen wir hier rein. Lesen, Asas Hexenladen geschlossen. Bin auf Kräutersuche. Na gut, Kräutersuche hin oder her. Was ist denn eigentlich hier drin? Ich glaube, hier sollte ich noch nicht reingehen. Ich glaube, hier war es ein bisschen gefährlich. Ah. Ah ja, kann man nicht runterschießen. Na egal. Was haben wir denn hier drin? Oh ja, 20 Rubine, die ich nicht mehr tragen kann. Sehr schön. Dankeschön. Danke, danke, danke. Wunderbar. Dann gucken wir mal hier. Ah, komm schon, geh hoch. Ob man hier irgendwie hochkommt? Ah, ich glaube, hier kommt man auch durch, oder? Wer ist da? Schon wieder so ein Rattengesicht, das durch die Hintertür kommen will? Hintertürchen. Verstehst du? Rattengesicht! Ich muss dir ein paar interessante Neuigkeiten erzählen. Der Chef der Zimmerleute hat einen Sohn. Er ist der Typ, der jeden Abend beim Baum herumlungert. Erzählt dem Chef bloß nicht, dass ich dir das gesagt habe. Ja. Nun gut, wie dem auch sei, wir können hier nichts mehr machen. Ich dachte, wir können hier schon irgendwo reingehen als Kind. In die Mühle werden wir übrigens auch später mal reinkommen, da werde ich jetzt noch nicht reingehen, da können wir eben auch noch nichts machen. Hallo? Ja, den hatten wir schon. So, dann gehen wir mal hier rein. Was haben wir denn hier? Ah, da ist eine dicke Frau. Hey Kleiner, bist du hier zum ersten Mal in Kakariko? Die mächtige Impa, eine großartige Frau, hat das Dorf für einfache Leute wie uns erbauen lassen. Fühle dich ganz wie zu Hause. Das Essen ist allerdings noch nicht fertig. Ah, ja. Yep. Danke für sinnlose Informationen. Bitte mehr davon. So, dann hauen wir wieder ab. So, jetzt können wir eigentlich nur noch hier hochgehen. Da können wir auch hochgehen. Es gibt der Typ, der links auf dem Dach drauf sitzt. Der gibt uns übrigens ein Herzteil, wenn wir mit ihm sprechen. Deswegen sollten wir nicht mit ihm sprechen, wenn wir hier eine 3-Herz-Challenge machen, weil wir Heilsteile verboten sind. Normalerweise kommt man zu dem gar nicht rüber als Erwachsener, aber es gibt da so einen Trick, und zwar... Ja, das geht. Das heißt, ihr bräucht nicht mal ein Hühnchen, um hier rüber zu fliegen, sondern könnt noch das machen. Oh, habt ihr es gesehen? Da ist irgendwo so eine Öffnung drin. Ja, ich habe es ganz genau gesehen. Aber wie gesagt, wir dürfen mit dem Typen eh nicht reden, weil sonst drückt er uns ein Herzteil in die Hand. Und das wollen wir nicht. Holt man sich eigentlich auch erst als Erwachsener. So, was haben wir hier?
Mein Sohn ist gerade nicht zu Hause. Vielleicht spielt er auf dem Friedhof. Ah ja, okay. Was haben wir hier drin? Ah ja, das ist der Türsteher. Ein Shop, bei dem du viel Geld für wenig Arbeit bekommst. Da fällt mir nur Diebstahl ein. Findest du, du findest das ja keine gute Idee? Nee, Diebstahl ist kacke, du Lappen. Na gut. In diesem Dorf können wir tagsüber nichts mehr machen. Deswegen gehen wir mal weiter und lassen es Nacht werden. Moment mal. Ja, wir können jetzt hier das Tor aufmachen, aber ich gehe doch erst zum Friedhof. Oh, das scheint in der Tat. Das ist Zellas Handschrift. Lass mal sehen. Na gut. Dieses Blackie. Er hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Prinzessin Zelda. Wow, Zelda. Was für ein unglaublich, wie sagt man, unscheinbarer Brief. Was ist das denn für ein seltsames Vorhaben? Wie dem auch sei, du kannst passieren, Zwergenheld. Ja. Gut, das Tor ist offen. Der Brief hat seine Aufgabe somit erfüllt und wir sind alle happy. Ach, Herr Nachwuchsheld, falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem stärkeren Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen, laufe ruhig weiter. Übrigens kann ich dich um einen Gefallen bitten. Du musst es nicht tun, aber immerhin habt ihr eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon beim Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen. Doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir bitte eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine nur, wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen solltest. Wie gesagt, ich kann hier nicht weg, mein Job. Seufzt. Ja, die Leute in Hyrule sind schon arme Schweine. Die armen Hylane. Na gut, wir gehen jetzt erstmal zum Friedhof, nicht zum Todesberg. Hätte ich fast das mit der Reihenfolge vertauscht. Also mal gucken. Sonnenblendung, obwohl ein Berg im Weg ist. Ja. Realismus FTW.